Willkommen zu einer neuen chilligen Runde WoW Burning Crusade von Blizzard Entertainment. Kaboom. So, runtergesprungen. Komm mal hier dran vorbei. Nein. Oh. Kneift mich. Was mich kneift, hat Damage gewählt. Schafupp. Da war die Wahl eindeutig auf Uwe Gusche. Geisterklauen Lux 14. Die haben wir dann sicher schon gemacht. Deaktiviert nachtelfische Mondkristalle. Jo. Wieso werden die alle so tief im Level angezeigt? Müsst ihr gleich runterrennen, die machen. Hier oben haben wir auch nicht mehr viel, ne? Obwohl das noch so viele Quests sind. Naja, wir prügeln uns dann hier durch. Durch die ganzen Zul. Nicht Zulaman, Zulgurub. Was ist das hier? Zeptara. Das wird schon schwer genug. Die Mobs sind dann wirklich gelb. Aber wir sind ja Level 19. Immer drauf da. Da werden wir dann wenigstens Level 20. Dann können wir ausbilden gehen. Holen uns das Zeugs zurück. Muss ich vorher mal ins Auktionshaus gucken. Wegen reinsetzen. Ob wir es in Bann oder Erzen oder Ring reinsetzen. Wobei, du brauchst ja da nicht mehr dabei sein. Ne? Die Bankgeschäfte kann ich ja selber machen. Das ist ja... Genau. Ist ja nur nervig. Spinne, Weber, Laura, Vampirfledermulch. Oh. Hier rundherum, alles klar. Wir haben wieder eine Quest zu machen. Nice. Eine klar, eine 15er. Wieder neu dazugekriegt. Fliegt noch Silber. Ja, das machen wir dann auch mit, wenn wir Level 20 sind. Ein bisschen spät, aber. Warum denn vorher? Was? Achso. Die sind hier gut verteilt. Das wollte ich so eigentlich gar nicht wissen. Dass die hier so gut verteilt sind. Schaut mir aber anders aus. Schnappen wir uns. Achso, wo ist denn das noch? Auf geht's auch nicht mehr. Nur nach dem Kampf. Jo. Spinneweber Laura. Ach, das werden die sein. Ne, hier mach mal. Hör zu. Das sind die Spinnis, die so schön verteilt sind. Die Fledermäuse sind nämlich alle hier in der Gegend. Oder genügend hier in der Gegend, weißt du? Das Rums kommt von der Fledermaus. Ich weiß nicht, was das ist. Absaugende Berührung. Aha. Das ist das, wenn sie uns Gesundheit stiehlt. Das ist noch ein Geisterklauen Lux. Und hier haben wir schon einen Schattenzauberer. Mit Level 17! Jo. Und hier hinten gibt es dann auch schön Zinn und Silber. Silbers. Zinn. Ich war hier noch nicht. War anscheinend irgendwo anders. Luxe. Rennen weg. So, Diste. Und Diste. Schnauze, Knopf. Jawohl. Und können wegrennen. 4, 3.
Der rennt nicht mehr weg. Jetzt muss ich schon wieder noch gucken. Fledermausbissen, jawohl, die brauchen wir. Das können wir naschen. Wobei, was macht's? 61? Nö, geht. Gar nicht mal so übel. Das würde ich doch auch wegschaffen. So, hier müssen wir noch vor der Luchse aufpassen. Wenn wir relativ tief drin sind, geht's. Was ist das? Das? Immer gucken, dass du nicht zwei ziehst. Mhm. Hier hinten könnte es auch lang laufen für Erze. Ah, zu spät. Ich will gerade nochmal Mana leechen. Mutig, mutig, tralalala. Reinhupsen. Ja. Ging daneben. Ja. Und da haben wir den ersten. Iss mal. Trink mal. Ersten Schattenzauber Streitkolben. Bevor wir uns die Kiste holen, springen wir hier rein und holen uns die Typen Kopfjäger. Brauchen wir auch, ja. Für die Kopfjäger-Axt. Und auch noch die Kopfjäger selber. Jo, der ist schon mal clever. Rennt sogar durchs Fenster. Nice. Und? Ich hätte den nicht. Cool, Tigerauge. Aber jetzt haben wir ihn. Bop. 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 Der Zauber ist noch nicht verwirrt. So, was haben wir jetzt bekommen? Erlittener Schattenschaden um 20 erhöht. Das ist schon mal krass, ne? Da kriegst du dann mal 20 Damage mehr reingepresst. Als hättest du sowieso schon zu viel Leben. Und als würden die zu wenig Damage machen. Aber, stellen sie mal hier hin. Sieht schon mal schick aus, so ein roter Paladin. Oder? Nice. Ist mal was anderes. Machen wir das als Farm, ne? Sieht total gekünstelt aus. Jo. Kleines Püppchen. Ja, total gekünstelt. Brauchen wir hier. Müssen wir hier oben rein für Fleisch oder sowas? Steht hier irgendwas mit rein? Scheint nicht so. Wenn hier irgendwelche Tonspuren mal fehlen zwischendurch, kann sein, dass ich wieder gequatscht habe, während ich auf der Alt-Taste war. Da muss ich dann das wieder rausschnippeln aus der Gegenspur. Das ist ja für mein Mikrofon. Schattenzauber. Ah, komm her. Können wir hier auch mal reingucken. Gib mal das. Und das. Bleib mal stehen. Und fall mal um. Hier gibt es nichts weiter. Eine primitive Truhe für einen Schurken zum Skillen. Hier gibt es Trommeln. Da wollen wir rein. Hier wollen wir ein bisschen rumtrommeln. Hier gibt es auch noch eine primitive Truhe. Aha. Huch. Ja, man sollte nicht nebenbei auf die Uhr gucken, ne? So, bitte. Jetzt ruppt's aber hier mit dem Level. Nice.
Rums. So, da haben wir die nächste Axt. Schildzauberer. So, ich wollte das so. Genau, dann machen wir das da und jetzt hallo. Preis meiner Heilung. Wir brauchen noch 4 Kopfjäger. Schattenzauber haben wir alle. Aber wir brauchen die Streitkolben noch. Mhm. Haben wir die sortiert? Die Äxte haben wir hier. Ach, da ist der Streitkolb. Das war das Ding, was zuerst gedroppt ist. Jawohl. Das dort drücken. Da darfst du hinlaufen, haben wir gerade das sauber gemacht. Jawohl. Da haben wir den zweiten Kopfjäger. Trinken. Macht das dasselbe, ja. Machen wir erstmal das leer. Alle. Ach, hier haben wir ja auch noch Fleischschenke. Banane hätten wir auch noch. Streitkolben? Nein. Ist unserer besser? Wenn wir noch einen Kupfer. In die richtige Richtung, jawohl. Dann holen wir uns das Kupfer noch. So, und dit, und dit, und dit. Jawohl, haben wir den auch. Geisterländer machen wir zu. Das ist das nächste. Unten drunter auch nochmal ein Kupfer. Ja, aber wenn uns das immer so ins Gesicht springt, dann muss ich ja außenrum wieder hierher. So, war hier noch irgendwas? Das kann doch gar nicht sein. Doch, da unten war das mit dem Vergiften, da und da. Doch, ist so. Dann können wir hier runter und das Kupfer auch. Alles Gule, 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 Gule. Nein, Kupfer, 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 Kupfer. Ja. All die dasselbe. Ja, man kann ja direkt Goldmünzen dazu sagen. Und Kupfermünzen und Kupfererz. Jo, jo, jo. Oh, hier fliegen sie wieder rum. Die müssen wir ja auch noch erledigen. Wie viel haben wir davon? 3 erst. Nummer 4. Hier ist auch noch, ne? Unten sind auch noch etliche. Wenn die jetzt so um die Luchse drumherum sind, nehmen wir sie gleich mit. Da haben wir die schon mal weg. Dann brauchen wir nur noch die Spinnies. Kümmern uns dann wieder um die Trolle. Da oben war noch eine. Hier sind noch 2. Sind es 3? Nein, ich will noch nicht weiter runter. Bleib mal hier. Genau, die da will ich noch haben. Nummer 7, Nummer 8. Bei den anderen kriegen wir vielleicht um. Oder als Respawn dann, wenn wir von den Trollen zurückkommen. Grünau. Röntente. Boah. Ah, ich habe nicht drauf geguckt. Jawohl, 8% Leben. Stellst du damit wieder her? Cooler Skill haben will.
Mach dich mal voll. Jawohl, so der Plan hier, Nummer 9. Da brauchen wir noch den Zauberstreitkolben. Den da und den da, jawohl. Nummer 10. Dann holen wir uns den da noch. Fump. Da, 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 fump. Haut aber auch schon da gut rein. Gedanken schinden. Ja, rennt in die richtige Richtung. Deswegen habe ich jetzt überlegt, wenn ich auf den Schnauzeknopf drücke, könnte es blöd sein. Wenn er nach oben rennt und der CD läuft noch, kann ich nicht stunnen. Guck lieber, komm her. Komm ein Stückchen mit runter. Jawohl. Kopfjäger, Axthammer. Braucht nur noch den Streitkolben, ne, vom Schattentypen. GZ Level 20. Siege des Befehls. Ihr habt einen Zauber erlernt. P. Hier unten Siege des Befehls. Müssen wir nachher mal genau lesen. Eigentlich jetzt. Erfüllt den Paladin Heiligschaden in Höhe von 18 bei jedem Nahkampf. 70% des normalen Waffenschadens und beim Richten 46 oder Heiligschaden, sodass sie betäubt oder handlungsunfähig sein. 46 und das? Jawohl, eindeutig. Erstmal zur Seite. Der hier. Zusätzlich Heiligschaden zu verursachen. Achso, ist nur. Sieht doch schon ganz anders aus. Ja, brauchen wir. Kopfjäger Nummer 8. So, jetzt rücken wir deinen Schattenzauber-Streitkolben raus. Dann gehen wir nämlich die Quest ab. Oh, wieder nicht. Du bist auch so einer. Jawohl. Nur mal den da und... Achso, hätten wir bei dem auch benutzen können. Okay. Den da, sonst kein Zusatzschaden. Roms! Roms! Alter Schwede. Jawoll! Es läuft. Haben wir die Quest da oben fertig? Ja, können wir die auch abgeben. Da kann ich da oben auch verkaufen. Dreizehner Umhang? Nein. Wir haben einen Ausdauer drauf, das ist wichtiger. So, wir rennen jetzt hier rein. Ja, die bauen wir mal. So, die Dinger sind fertig gebaut. Dann der Sieg ist nah. Hier wieder abgeben. Was ist man noch? Nee. Da waren nur die. Gut, mach zu. Angriff. Quest beenden. Töte 10 Pantherlords. Jawohl, die brauchen wir dann auch für die nächsten Dinger hier. Wir hätten hier einen Bochenmacher. Jawohl. Bitteschön. Nein. Behalte die mal. Das ist auch gutes Buffut.
Da können wir das mit verkaufen. So. Die Gerechtigkeit wird obsiegen. Was müssen wir noch? Wir müssen jetzt hier hochlaufen. Die sind nur noch drüben. Die sind hier. Machen wir die auf dem Rückweg. Judy, porten wir uns Tristessa? Porten wir nicht. Dann machen wir einen Quantensprung Tristessa und ich renne jetzt darüber. Erstmal holen wir uns hier noch das Kupfer auf dem Weg. Und dann gehen wir ausbilden, Mount holen. Und in Tristessa werden wir auch erstmal zum Ausbilder latschen und dann gucken, ob wir dort schon das Reiten mit dazu kriegen oder ob wir es vorher brauchen. Lass mich doch hier mal raus. Lux. Nein, Siege des Befehls hat sich schon mal rentiert. Ich hätte vorher auf den Damage gucken müssen, dann wieder löschen und wieder neu anmachen. Aber wir können ja mal löschen und sehen 33 DPS. Siegel hochfahren, rechten Siegel 61, 33, boah ja. 42, 40, ja. Götten, Mühsam und Eichhörnchen. Ja. Bis ich da oben bin, kann ich mich dann auch porten. Ich bedanke mich fürs Reinschauen, Vorbeischauen, Zuschauen. Dankeschön. Wenn es dir gefallen hat, ein Däumchen wäre schön und über ein Abo freue ich mich riesig. Wenn du auf dem Laufenden bleiben möchtest, dann aktiviere bitte die Glocke. Bis dahin, auf Wiedersehen und... Tschüssikowski.